In diesem Internet könnte die Firma natürlich bestimmen, was da angezeigt wird und was nicht. Das heißt, wenn du in diesem Apple-Internet nach Windows suchst, wirst du nichts finden. Man sieht dieses, wenn jemand das Internet schieben müsst, du anders hin. Ne, aber... Was in Telekom immer so, ja, wir sind schön schnell, Internet und so. Wir sind sehr, sehr schnell. Wir sind in der Lage dazu. Was sind sie? Gar nichts können sie. Können ja nicht mal... Können gar nichts einfach. Die können einfach gar nichts. Dann so, ja, wir machen hier blitzschnelles Internet, VDSL und so. Nee. Egal, hier steht noch meine Tür. Ne? Hier steht noch meine Tür. Wo? Schon gut, rede weiter. Steht eine Tür? Ich hier bei mir. Meine Tür vom letzten Mal. Aber es ist doch... Wie beschränkt muss man sein? Erst Werbung machen, ja, wir sind ganz schnell und so. Und dann, nee. Nee, wir drosseln ja jetzt irgendwie. Vielleicht wollen sie Leute dazu bringen, bevor dieser Wechsel stattfindet, da nochmal alles schön einzusteigen. Und das, ja, das ist ja eine Vertragslaufzeit, ne? Ja. Und das Geilste war ja auch noch, dass sie dann ihre eigenen Produkte nicht davon abziehen. Da reicht vor allem die Leitung, also okay. Ja. Ja klar, weil die Logik... Wen kümmert die Logik? Kannst ja auch, wenn du jetzt irgendwie Twitter oder so, haben sich ja auch reingekauft, dass die Partner sind und dann halt nicht davon betroffen werden, von diesen Drosselungen. Ja, Google ja auch nicht. Warum klappt das nicht? Das weißt du nicht. Ach, was mache ich hier eigentlich? Das weißt du nicht. Komm. Nee, aber das ist doch... Dann wollen sich irgendwann alle als Partner bewerben und dann ist das gleiche wieder. Ach, diese Zombies, warum spawnen denn Zombies? Vielleicht weil ich am Zombie-Spawner bin? Nee. Könnte doch sein. Nee. Es könnte nicht so gewesen sein. Aber ist doch alles ausgeleuchtet, oder? Ja, das dachte ich ja im Lagerraum auch. Ja, sind schon öfters. Wo kommt der her? Warte, eins da. Eins und eins. Ist doch alles ausgeleuchtet, Eisengedorf, cool. So, warte mal, ich muss jetzt irgendwie hinkriegen, dass das Wasser nicht rüberläuft. Rüber. Wie krieg ich das hin? Warte mal, welche Zierse rein. Ja, wir sind hier. Aber überleg doch mal, stell mal vor, du gehst jetzt zum Anbieter, der sagt, ja, wir sind nicht die schnellsten, aber wir drosseln auch nicht. Aber du hast nebenbei einen Anbieter der Welt, na gut, Deutschland größte, der sagt, okay, wir bieten dir an, aber wir drosseln. Wo würdest du eher hingehen? Ich würde eher zu dem gehen, der nicht drosselt. Ja, dafür lieber langsamer, aber nicht so langsam, wie die Telekom das macht. Vor allem nicht stufenweise langsamer. Ich meine, 75 GB, das mit... Ich meine, jetzt hier unsere Folgen sind jetzt nicht so groß, das sind eine Folge 200 MB. Und es kommt ja eigentlich noch schlimmer, wenn jetzt so die dieser Internetzugang ins staatliche Hand gerät, dann kann die Regierung im Grunde genommen ganz nach Lust und Laune alles Mögliche aus dem Internet tilgen. Hm. Und das geht ja mal gar nicht. Das ist so, als würdest du eine Zeitung verbieten oder so. Oder um einen Vergleich zu machen, viele tausend Zeitungen auf einmal. Ja, und jetzt überleg dir mal, es gibt ja viele Let's Player, die das als Beruf machen. Es geht ja nicht nur um Let's Plays, es geht nur um das Internet im Allgemeinen. Ja, aber sag es einfach mal im Beispiel Let's Player. Die ist das Beruf, als Beruf das machen, ne? Ja. Die können doch gar nicht mehr im Beruf nachgehen. Tja, denen doch egal. Dann müssen sie erstmal Datenpakete zukaufen. Das ist den Telekom-Leuten doch egal. Hauptsache es kostet schön Geld. Und bringt denen auch vor allem schön Geld. Ja, es kostet den Let's Playern schön Geld, weil die sind ja frisch auch darauf angewiesen. Ja, deswegen rede ich ja gerade von Let's Playern. Ach, die gute Telekom. Gut in Anführungszeichen. Ja. Wie kommen überhaupt so eine Idee in so einer Zeit wie jetzt? Ja, gerade jetzt, weil die Leute alle davon abhängig sind. Weil heutzutage gar nichts mehr ohne Internet geht, deswegen. Wir sind wieder im 20. Jahrhundert angekommen.
Naja, in den 90ern hätte man sowas noch nicht machen können, weil damals das Internet noch nicht so bedeutsam war, aber heute kannst du die Leute damit drangsalieren. Ja, das ist wirklich so. Alter, du kannst sie damit erpressen. Ja. Ist Internet, ich sag mal, das ist vielleicht übertrieben, aber ist Internet nicht ein öffentliches Gut? Naja, das Problem ist, dass das Internet ja von diesem privaten, von diesen Universitätsnetzwerken und so im Prinzip zu so einer großen Weltmacht geworden ist. Und das hat eben keiner bedacht. Das ist ja so praktisch im Geheimen entstanden. Das hat ja diese Politik früher nie drum gekümmert. Das war ja, das Internet, das legt sich in ein paar Jahren wieder. Das hat keine Zukunft. Man hört sich ja ganz jeder. Fast jeder. Ja, vor allem ist so viel auch wirtschaftlich damit verbunden. Guck mal, Amazon und Google, zwei riesige Konzerne, die es ohne das Internet gar nicht geben würde. Na, und wenn gedrosselt wird, ne? Na gut, ich glaube, die haben sich auch schon reingekauft. Naja, aber was bringt denen das, wenn die Nutzer, da nichts mehr machen können, weil... Nee, ich glaube, die haben sich da auch schon reingekauft, um dieses, dass sie nicht davon abhängig sind von der Geschwindigkeit. Ach so, das... Telekom gibt's ja auch im Ausland. Ach so. Ja nicht nur Deutschland. Ich dachte, ach so, ja, okay. Ach, verdammt, brauchen wir Glas. Aber wenn das jetzt sich alle, stell mal vor, YouTube kauft sich rein und alle anderen auch, dann ist doch die Telekom wieder gearscht. Da bringt das ja gar nichts, was wir machen. Naja, doch schon, das sind halt dann nur die großen Konzerne, nur die es sich leisten können. Na gut, okay, das wurde ja hier, ich hab dir ja diesen ZDF-Bericht gesendet, den Colmirror gepostet hat. Das klappt. Dass da die Großkonzerne praktisch das Internet unter sich aufteilen, dass die dann hier Daten geschwindigkeitstechnisch die Priorität haben und die ganzen kleineren Websites, die sich das nicht leisten können, werden da nach und nach untergehen. Das heißt, meine Website wird untergehen. Ja. Wenn du nicht in der Lage bist, da die vielen tausend Dollar, die bestimmt verlangen, ich verdiene nichts, also von daher. Ja. Deshalb, solche Sachen wie Facebook und Amazon und so, die werden das natürlich überleben, weil die können sich das leisten, aber ja, wie gesagt, das Internet wird unter Großkonzernen aufgeteilt und die kleinen Firmen und was weiß ich noch alles, die werden halt alle untergehen. Nach und nach. Und das macht im Prinzip das Internet völlig sinnlos, weil es ist kein Ort mehr, an dem jeder was machen kann, sondern es ist nur noch ein Ort, wo du, Google da und so, aber... Vor allem, dann bringt Google doch auch gar nichts mehr. Google ist ja gerade dafür, dass du kleine Sachen findest. Ja. Da große Sachen, die kennst du schon. Da brauchst du nach googeln. Stimmt. Aber allein schon durch... Also, Google könnte im Prinzip allein schon durch YouTube überleben. Wenn jetzt alle anderen Google-Funktionen tot wären, aber Google könnte durch YouTube noch weiter überleben. Das schon, aber Google... Ich meine, Google Play und die ganzen anderen Sachen, die sind doch auch noch da. Google Sachen reinbringt. Also Google wird auf jeden Fall überleben, aber Sachen wie Bing beispielsweise. Ich meine, was nützt Bing? Ja, und das oder ist Yahoo, was hat Yahoo? Yahoo Wetter, das wird am meisten genutzt davon mit. Und Mail, allerhöchstens. Ja, und in diesem Bericht wurde dann auch noch gezeigt, also das ist natürlich alles nur theoretisch und mögliche Zukunft, so dass im Prinzip Großkonzerne bestimmte eigene Internets anbieten. Also, dass du praktisch hier, gutes Beispiel wäre ja Apple, ein iNet, wo du dann praktisch mit einem Apple-Internet da unterwegs bist. Die Sache ist bloß die, in diesem Internet könnte die Firma natürlich bestimmen, was da angezeigt wird und was nicht. Das heißt, wenn du in diesem Apple-Internet nach Windows suchst, wirst du nichts finden. Das ist wie dieses, wenn jemand das Internet schieben müsst, du anders hin. Ja, und das ist das Problem. Es könnte sein, dass das Internet aufspaltet in eine Vielzahl von kleineren Internets, die einzelnen Großkonzerne betreiben. Und oder vielleicht auch einzelne Staaten oder so. Und dann könnte es passieren, wenn du ein Apple-Internet hast und ich ein Apple-Internet und du ein Microsoft-Internet und ich dir einen Link schicke, dann könnte es sein, dass du den gar nicht öffnen kannst, weil du kannst nicht auf das zugreifen, was in meinem Internet ist. Und das macht das ganze Internet vollkommen sinnlos. Ja gut, aber es ist nur, in Anführungszeichen, die Telekom.
Ja, aber die, ich habe doch gesagt, die anderen werden wahrscheinlich nachziehen, weil das ist doch lohnend. Na gut, aber es geht um Deutschland. Ne? Naja, und wenn dieser staatliche Verstaatlichung des Zugangs zum Internet in die Hand der Telekom gelegt wird, dann können die anderen Firmen einpacken. Dann kann die Telekom denen einfach die Kapazitäten abdrehen und dann war's das. Geht AT&T vielleicht und die ganzen anderen Sachen in den USA. Naja, wenn... Nur wegen Deutschland oder was? Nein, Telekom gibt's ja auf der ganzen Welt und wenn die merken, ah, das lohnt sich, dann machen sie auch in anderen Ländern. Ja, also damit wäre das Internet wirklich vollkommen im Arsch, um das mal so zu sagen, weil du hast nicht mehr wie heute die Möglichkeit, die ganze Welt einzusehen, sondern nur noch der Ausschnitt von der Welt, der dir freigegeben wird, sage ich. Wären wir in Südkorea angekommen. Nord. Na, komm schon. Das auch. Naja, und das ist eben das Problem, weil heute ist so viel Information, also so viel ist heute vom Internet abhängig, dass es wird nicht funktionieren, das sag ich dir. Ich glaube nicht, dass es funktionieren kann auf Dauer. Vor allem, letzten Endes, wenn diese Aufteilung tatsächlich zustande kommt, dann wird es der Telekom gar nichts bringen, weil sie muss ja trotzdem noch die Kapazitäten für die verschiedenen Firmen transportieren und das bringt ihnen am Ende keinen Gewinn oder weniger, als es sich lohnen würde. Ist der Telekom doch egal. Ja, denen geht's nur um den momentanen Profit. Das ist alles merkwürdig. Die Sache ist bloß, wir dürfen jetzt nicht locker lassen. Wenn diese Drosselung 2016 stattfindet, die glauben ja, wenn diese Drosselung 2016 dann kommt... Die soll ja bald schon kommen, im Mai. Ja, jetzt doch. Also morgen so oder was? Sind sie nicht so flüssig? Morgen oder was? Kann sein. Lol. Leisere Musiker machen. So. Das ist genauso wie SchülerVZ. Das geht ja auch heute down. Ja, eben. Das ist auch eine von diesen Sachen, dass kleinere Seiten sterben, weil die größeren da die Macht übernehmen. Wie jetzt Facebook. Weil Facebook ist ja jetzt das absolute soziale Netzwerk geworden. Es benutzt ja keiner irgendein anderes. Google Plus gibt es nur noch deswegen, weil Google an sich viel Einnahmen hat. Google Plus, das ist der letzte Mist. Ja. Aber ich meine, wenn da nicht dieser fette Google-Konzern dranhängen würde, dann wäre das auch schon längst nicht mehr da, Google Plus. Ja, Google Plus ist ja... Was ist das überhaupt? Das ist ein Haufen Elend. Die hässliche Schwester von Facebook. Ne, kann man nicht so nennen. Das ist schon eine Beleidigung gegenüber Facebook. Google Plus ist einfach... Mist. Ja, und damit, es verliert halt diese enorme Vielfalt. Es reduziert sich jetzt auf die wenigen, ja, Evolution, das Überleben des Stärksten. Es beschränkt sich auf die wenigsten. Der ewige Kampf zwischen Microsoft und Apple, obwohl Microsoft den ja auf dem Mobil, also mit der Tablets und Smartphones schon längst verloren hat eigentlich. Das hat Google schon gewonnen. Ja, und Android halt, ne, ist Google. Es ist halt so, dass die kleineren Firmen alle nicht überleben werden. Und deswegen haben wir dann eine Welt, die von Großkonzernen dominiert wird, wo es die kleinen Firmen nicht mehr gibt, weil sie sich einfach nicht halten können. Und wer will das schon? Keiner, weil dadurch wird die Auswahl enorm eingeschränkt. Das wäre so, als wenn ihr irgendwie einen Laden gehen würdet und da gibt's dann irgendwie nur noch irgendeine Marke. Ganz große. Oder zwei große Marken. Ja, guten Tag, ich hätte gerne, keine Ahnung, einen Stuhl. Ja, möchten Sie einen von Ikea oder einen von Thom? Ikea ist voll die Weltmacht, ey. Und Thom ist auch voll die Weltmacht. Ja, Ikea ja eigentlich schon. Ja, aber Thom? Thom. Es ist deutschlandweit, aber sonst ist es dann auch... Ja, mir ist nichts eingefallen. Also... Gleich Marktkauf. Das ist voll die Weltmacht. Edeka. Ja, Aldi, das ist schon größer.
Aber immer noch keine Weltmarke. Es gibt überall, auf der ganzen Welt gibt's Aldi. Seit wann denn das? Schon immer? Na gut, nicht auf der ganzen Welt, aber fast auf der ganzen Welt. Und schon immer bestimmt auch nicht. Nee, es gibt gar nichts schon immer. Wenn du mal so überlegst. Nein, ich meine doch bestimmt nicht, als es hier in Deutschland gegründet wurde, gab es doch Nein. Bestimmt... Keine Ahnung. Wann wurde es Deutschland gegründet? Hä? Wann wurde es in Deutschland gegründet ungefähr? Wahrscheinlich so in den 60ern. Ja, schätze ich mal so in den 80ern oder so, wurde es durchgesetzt.